Wunderschönen guten Morgen, liebe Leute. Heute geht's das erste Mal in Bikepark Schladming. Ich bin echt aufgeregt. Schön ist schon hier, ne? Ja, hier ist die Monster Jump rein nebenan. Wir sind immer noch auf unserer ersten Abfahrt. Nachdem wir auf der Flowline so uns ein bisschen warm gerollt haben und mir das Ganze viel zu anstrengend gewesen ist, konnte ich die Michi zum Glück überreden, auf die Kessler-Line zu wechseln. Die Kessler-Line ist eine rote Line, die schon direkt einen krassen Kontrast zur blauen Flowline bietet. Kessler ist rechts. Boah, ist das ein Sprung. Alter Vater. Ist das krass am Arsch hier. Geil. Gefällt mir viel besser direkt. Ein bisschen heftig herum. Boah, hier muss man wissen, dass der kommt, aber. Der Number Trail. Schön Wurzeln. Okay. Hier kommt dieser Drop. Mal angucken. Da ist nicht schlimm, aber da kommt direkt die Kurve danach. Am Anfang des Tages hatten wir uns noch sehr über das Wetter beschwert, doch jetzt ist es tatsächlich einfach viel zu warm geworden und ich musste diese Abfahrt einfach unterbrechen und einmal runterfahren, um dringend meine Jacke auszuziehen, denn so eine Regenjacke kann extrem warm werden. Also rollen wir einmal zurück ins Hotel. Und dann gucken wir mal, wie viel Uhr wir haben. Dann können wir danach nochmal. Der Jacke entledigt, ging es direkt wieder auf den Lift und in die zweite Runde. So Leute, wir starten mal rein in die Rookie Downhill jetzt. Verbremst. Also Kurven fahren. Einfach locker sein. Locker. Locker. Einfach locker bleiben. Letztes Mal ein bisschen verkackt. Die ersten zwei waren super. Oh. Oh.
das überhaupt noch? Okay. Ja, ich mach's nach Gefühl, ne? Gut, dann fahren wir unfreiwillig die Pro Down. Ja, aber nur das Stück hier, ne? Ich hoffe. Nicht komplett, nein, wir wechseln danach wieder. Ich hätte noch schneller sein können sogar. Ich hatte so ein bisschen Angst, ich werde zu schnell. Aber es geht sogar noch schneller, kann man nicht fahren. Ist komplett zu alles. Oh Mann, ey. Ich will nicht schon wieder Flowline. Okay, Leute, weil alles andere gesperrt ist und hier gerade die 99 Jumpline ist und nichts los ist, rollen wir die mal entspannt an. Weil es eigentlich kaum eine Abfahrt gibt hier auf YouTube, wo sich jemand einfach entspannt die 99 Jumpline anguckt, dachte ich mir, zeige ich euch genau das. Ich bin in diesem Urlaub die 99 Jumpline genau zweimal gefahren und das hier ist die allererste Abfahrt davon. Ich gebe sie euch jetzt völlig ungeschönt einfach zu sehen und auf die Ohren. Fahren wir mal vorbei. Ein bisschen langsam vielleicht gewesen für. Okay. Natürlich wissen, wo die hingeht. Aber okay. Noch schneller sein. Da will ich es erstmal angucken, die nicht direkt fahren. Jetzt Michi auf der 99 Jumpline. Der ist schon groß. Hier. Ah, okay, nichts Wildes. Jetzt kommen hier so ein paar. Oh Mann, das ist so gut. Direkt weiß, dass die wo ist. Ach, hier ist auch noch mega Double. Aber auch machbar. Einfach die Leine. Ich glaube, ich werde den wenigsten Bremswellen schneller sein. Oh, viel schneller sein. Mega Step Up. Okay.
Also, 99 Jumpline, verstehe ich schon, warum der Hype so ist. Die ist echt geil. Jetzt gegen unten, gegen Ende hier, kommen jetzt so ein paar fettere Dinger. Aber ich glaube, wenn du einen hast, der dir vorfährt, dann passt das. Bei mir gingen jetzt tatsächlich viele Sprünge schon beim First Try. Mich selber gewundert, wollte ich eigentlich gar nicht machen. Aber wenn du auf die Sachen zufährst, fühlt sich das schon direkt gut an. Ja, und die Michi ist auch mit dabei. Action! Oh no! War das ein Pre-Jump? Bitte. Dickes Ding. Dafür fehlt mir jetzt der Speed. Oh, mega cool. Je nachdem, wie viel Speed du hast. Okay. Okay. Los hier, ne? Ich denke so tatsächlich, die Monster Jump Line, die ersten Jumps gehen wahrscheinlich sogar voll klar. Wow! Kommt, weil der eine Drop war schon mies. Oh, ein paar Fette. Da bin ich natürlich jetzt viel zu langsam für hier. Aber ist geil, man kann sich dann die Jumpline hier echt gut angucken. Und eigentlich Schritt für Schritt jeden Sprung erarbeiten. Wenn man denn schnell genug wäre. Die zweite Abfahrt der 99 Jumpline seht ihr natürlich auch noch im Laufe der Videos. Dort bin ich einfach dem Marcel hinterhergefahren und bin einfach ein paar Sprünge gesprungen, die ich mir eigentlich so gar nicht so richtig vorgenommen hatte. So Leute, wir haben den ersten Tag Bikepark Schladming hinter uns gebracht.
Ja, am Anfang war es so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, schleppend. Die erste Line, diese Flow-Line, hat mir persönlich jetzt zum Beispiel gar nicht so gut gefallen. Später dann, als es dann auf die roten Lines ging, hat es mir schon besser gefallen. Allerdings richtig gut hat es mir dann erst gefallen, als wir auf dieses Stück der Pro Downhill gefahren sind und man da dann die ersten Sprünge so gemeistert hat. Es ist ja immer so, wenn man dann die ersten Sprünge macht, die einem so ein bisschen ja, Angst bereiten, dann hat man so den Adrenalinkick, ne? Und dann sind wir ja noch ein kleines Stück von der 99 Jump Line gefahren, hat mir auch richtig gut gefallen. Die Pro Downhill muss ich mal gucken, wetterabhängig vielleicht, wenn es nass ist, dann spare ich mir die, wenn es trocken ist, dann schaue ich die mir vielleicht auch mal an. Aber ich finde so, man muss den ersten Tag auf jeden Fall mal ganz entspannt angehen, sich alles angucken und nicht direkt so drauf losballern. Das haben wir auch ganz gut gemacht. Was halt auffällt, ne, wir sind zweimal mit dem Lift hoch und dann waren wir eigentlich danach schon platt. Also wenn man so Deutschland gewöhnt ist mit diesen kurzen Abfahrten, dann ist das in Österreich echt so ein bisschen ja, wenig. Nee, Quatsch, andersrum, ne? Wenn man in Deutschland gewöhnt hat, ist Österreich hart. Ja. So, ja, ich bin schon ein bisschen platt. Wir waren jetzt noch ein bisschen draußen in der Stadt. Ja, gleich gibt's Abendessen. Und dann bin ich auch schon wieder echt froh, dass wir ins Bett gehen. Ich bin echt platt. Es ist echt heavy. Auch dieser andere Tagesrhythmus. Ich frühstücke ja also normalerweise nie. Aber jetzt im Urlaub gibt's halt Frühstück. Und deswegen nimmt man das natürlich mit. Frühstück war auch richtig geil gestern, heute. Ich freue mich schon auf morgen, das Frühstück. Und ich bin richtig gespannt, was es zum Abendessen gibt heute. Du auch? Ja. Ja, Michis Hand ging übrigens wie auf wundersame Weise beim Fahrradfahren klar. Aber bei allem anderen funktioniert es nicht. Aber solange es beim Fahrradfahren funktioniert, ist das auch okay für diesen Urlaub. Und ja. Hoffentlich haben wir nicht zu krassen Muskelkater. Ich bin ganz gespannt, wie lange man überhaupt durchhält, so mehrere Tage am Stück biken. Letztes Jahr brauchten wir da schon auf jeden Fall mal Pause. Und yes, allgemein, wenn ihr im Urlaub seid, Bike-Urlaub, und da so tickt wie ich, dass ihr auch heil nach Hause kommen wollt, dann übertreibt es halt nicht. Ne? Also ich finde, es ist wichtig, dass man ein bisschen auf sich aufpasst, nicht so ein hohes Risiko geht. So, das würde ich auf jeden Fall, also ich persönlich für mich, im Urlaub auf gar keinen Fall machen. Ja, trotzdem halt Spaß haben. So kleine Challenges sind ja okay, ne? Habe ich ja genauso gemacht. Gut. Ich verabschiede mich für heute. Wir sehen uns morgen wieder. Und drückt uns die Daumen, dass das Wetter besser ist. Und zwar die ganze Zeit. Ich meine, jetzt seht strahlender Sonnenschein wieder. Aber zuerst sah das absolut gar nicht so aus. Abonnieren, kommentieren, Glocke aktivieren, damit ihr keine Videos verpasst von diesem Trip und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao, ciao.